Ja, hallo und herzlich willkommen auf Bossenkopf. Mein Name ist Franziska Lutas und Sie sehen mich hier im Wind erstmal, wie fast immer. Und zwar diesmal vor Kadelsburg. Kadelsburg liegt in Mittelfranken und wir sind hier gerade mit den Rädern und das Wetter ist heute wirklich schön. Es waren heute 20 Grad und im Hintergrund sehen Sie die Kadelsburg. Also der Ort heißt Kadelsburg. Und die Burg heißt auch Kadelsburg. Und ja, vielleicht können Sie es sehen. Um was geht es heute? Heute geht es in diesem Video um automatische Gedanken. Und da werde ich immer wieder gefragt, was kann ich denn machen, Frau Lutas, wenn ich nachts im Bett liege, vor allem jetzt auch als Beispiel, und das Gedankenrad läuft und dreht sich und es plappert und es muss nicht mal belastend sein, irgendwelche Sorgen oder Ängste, sondern einfach dieses automatische Gedachtwerden, dieses ständige Denken müssen, ja, diese Stimme im Kopf, die ständig irgendwas plappert. Und da möchte ich Ihnen jetzt die X-Prozess-Grundtechnik eine wirksame, einfache und relativ auch schnelle Methode zeigen, mit der Sie dieses Gedachtwerden, dieses automatische Gedachtwerden erstmal unterbrechen können in einem ersten Schritt. Und gerade in den Situationen, wenn die Stimme in Ihrem Kopf wieder unkontrolliert ist und wieder laut ist und nervig ist und wenn Sie dann die X-Prozess-Grundtechnik anwenden und immer wieder, dann unterbrechen Sie ja dieses automatische Muster in Ihrem Kopf. Das nennt man auch Dekonditionierung. Ja? Sie lernen praktisch um, aber dafür müssen Sie die X-Prozess-Grundtechnik regelmäßig machen. Und am besten machen Sie gleich mal mit, damit Sie ein Gefühl haben dafür, wie das geht. Ich zeige Ihnen kurz die Bereiche über, neben, unter, auf. Also über den Augen, neben dem Auge, unterm Auge, auf dem Schlüsselbein. Und sprechen Sie mir nach, dann werden noch andere Areale in Ihrem Gehirn aktiviert und dann ist es noch kraftvoller. Und am besten setzen Sie sich dazu bequem hin, aber Sie können auch im Bett liegen und schließen Sie die Augen, dann ist es noch wirksamer. Aber jetzt fürs erste Mal schauen Sie am besten erstmal zu. Ja? Und wie gesagt, am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen ungewohnt, aber es wird immer besser, umso mehr Sie das machen. Nennt man auch Lernen. Okay, also wenn die Stimmen in Ihrem Kopf, die Gedanken wieder laut sind oder sehr hartnäckig sind, setzen Sie sich hin, Augen schließen und dann konzentrieren Sie sich nur noch auf die Berührung der Finger mit diesen Bereichen hier. Und ich sage jetzt über, neben, unter, auf, damit Sie wissen, wo Sie sind oder wo ich bin. Und dann sprechen Sie mir nach. Über. Ich lasse diese Gedanken jetzt los und gehen. Neben. Ich lasse sie gehen. Unter. Ich lasse sie gehen. Auf. Ich lasse sie gehen. Über. Ich lasse sie gehen. Und jetzt Wechsel neben. Ich lasse sie gehen. Unter. Ich lasse sie gehen. Auf. Ich lasse sie gehen. Über. Und spüren Sie die Berührung Ihrer Finger mit der Haut. Ich lasse sie gehen. Neben. Ich lasse sie gehen. Unter. Ich lasse sie gehen. Auf. Ich lasse sie gehen. Über. Ich lasse sie gehen. Wechsel neben. Ich lasse sie gehen. Unter. Ich lasse sie gehen. Auf. Ich lasse sie gehen. Und jetzt tippen Sie einmalig auf jeder Seite wechselseitig und sprechen Sie mir nach. Es ist gut und sicher, diese automatischen Gedanken jetzt los und gehen zu lassen. Es ist gut, in meinem Kopf ruhig und entspannt zu sein. Und jetzt drücken Sie
Ihr Handgelenk, leicht aber spürbar, für einige Sekunden lassen es wieder los. Atmen Sie tief ein und aus. Und sagen Sie Freude. Und stellen Sie sich jetzt etwas vor, irgendeine Situation, Erinnerung, Erlebnis, wo Sie sich mal gefreut haben. Und jetzt nochmal tief einatmen und rauslassen. Und sagen Sie Danke. Und spüren Sie die Dankbarkeit so gut wie es geht. Und auch das wird von Mal zu Mal besser und gelingt Ihnen auch schneller. Und jetzt atmen Sie nochmal tief ein und aus. Und öffnen Sie Ihre Augen. Ja, das war's schon. Und diesen Durchgang, den wir eben gemacht haben, den können Sie ruhig 3-4 Mal machen. Ich empfehle Ihnen sogar, das mindestens 4 Mal zu machen, aber Sie können es auch 10 Mal machen. Es geht ja relativ schnell. Und zu dem Freude und Danke, sich das vorzustellen, da habe ich auch schon ein Video gedreht und das verlinke ich Ihnen noch hier drunter. Das können Sie auch üben, Ihren Geist trainieren, sich auch etwas Positives vorzustellen. Also anstatt in dieses Automatische, in dieses Gedachtwerden, in dieses Gedankenrad reinzurutschen, wie sonst auf diese riesen neuronale, ja, auf diese Kopfautobahn, machen Sie was anderes. Wie gesagt, Musterunterbrechung oder Dekonditionierung umlernen praktisch. Aber dafür ist es wichtig, dass Sie regelmäßig etwas anderes machen. Nicht dem ausgeliefert sind, beispielsweise nachts im Bett, diesem Gedachtwerden, dieser Stimme im Kopf, die manchmal richtig hartnäckig ist. Die muss auch nicht bösartig sein oder ängstlich oder sorgenvoll. Aber es langt, dass die einfach da ist und Sie nicht schlafen können. Und deswegen machen Sie die X-Prozess-Grundtechnik. Am besten jedes Mal, wenn diese hartnäckigen Gedanken kommen. Das kann auch ruhig mehrmals am Tag oder in der Nacht sein oder auch länger dauern. Es ist immer noch besser, als dass Sie immer wieder in dieses alte Muster reinrutschen. Und außerdem werden Sie dann auch immer mehr Boss im Kopf. Ja, das war's jetzt von mir, vom Boss im Kopf. Ich mache hier noch einen schönen Rundumschwenk, damit Sie sehen, wo ich hier stand. Bleiben Sie dran und bleiben Sie auch auf Ihren Weg zu mehr Boss im Kopf dran. Und dass das funktioniert, das haben mir schon viele Menschen bestätigt. Und ich weiß das auch aus eigener Erfahrung. Es tut sich was in Ihrem Kopf. Aber Sie müssen dafür was anderes tun. Und nicht nur irgendetwas, sondern etwas, was funktioniert und was auch ja, neurobiologisch praktisch wissenschaftlich bewiesen ist. Also, dann machen Sie es gut. Tschüss. Ja, da standen Sie praktisch auf dem Gepäckträger heute. Und wenn ich jetzt mal hier hochgehe, da sehen Sie die Burg. Ich zoome mal ein bisschen ran. Das ist ein relativ schmaler Turm, da war ich auch schon. Da hat man eine schöne Sicht über die Gegend hier. Und daneben ist das Schloss oder die Burg. Burg ist es, glaube ich. Und da fahren wir jetzt wieder zurück ins schöne Fürth. Also bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.